Ich bin ein gebrochener Mensch. Dieses Spiel hat mich heute gebrochen. Ich bin ein gebrochener Mensch. Aber umso fröhlicher bin ich darüber, dass wir jetzt einfach auf ganz entspannt Menü-Content machen können. Wir können auf ein paar Videos reagieren. Wir haben einen Copyright-Stream am Start. Ich mache jetzt eine Pfeife an. Jesus, ich kann nicht mehr. Guckt euch mal meine Fresse an. Das ist doch nicht gesund. Guckt euch das doch mal an. Wie tot ich aussehe, das ist doch nicht gesund. Kann doch nicht erzählen, dass sowas gesund ist. Guck dir das mal an. Ich sehe aus wie nach einem Drogentrip über eine Woche. Guck es mal an. Das sieht nicht gesund aus. Hey, sorry, ne? Ich muss kurz 2, 3 Minuten in mich gehen, ne? Ich bin wirklich. Oh. Ich bin so froh, dass ich nichts kaputt gemacht habe oder so. Also ich bin heute mental komplett am Ende. Ich bin wirklich komplett am Ende. Ich bin ausgerastet, alles, ne? Aber ich bin, vielleicht fühlt ihr das, vielleicht denkt ihr euch, was labert der? Aber ich bin so stolz auf mich, dass ich nichts geworfen habe. Ich bin so stolz darauf, ne? Ohne Witz, ich bin heute wirklich stolz auf mich. Das ist Character Development, Alter. Englisch, da sehe ich mich. Vor 2 Wochen wäre alles kaputt hier. Das ist zu krank. Was in diesem Spiel für eine Scheiße passiert, das ist zu krank. Ich verstehe das nicht und da jetzt auch noch mal ein bisschen Real Talk am Rande, ne? Ey, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass im Jahr 2020 das größte Problem an einem Spiel ist, einem oder mit dem größten Spiel der Welt, dass da die Server ein Problem sind. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Wenn du aus Südsimbabwe FIFA spielst gegen einen aus Herne, okay, verstehe ich. Aber ich checke das nicht, wie das sein kann, dass in FIFA 20, ich spiele eine Weekend League und ich spiele innerhalb von 30 Partien 5 unterschiedliche FIFA-Teile. Ich verstehe das nicht, woran das liegt. Und ich würde das gerne herausfinden, weil ich feiere das Spiel ja an sich. Ich finde FIFA 21 eigentlich echt gut. Ich finde das Spiel wirklich echt gut und das macht bei guten Servern auch so Laune zu zocken. Aber das ist so krank, wie diese Connection einen tötet, Alter. Das fühlt sich legit so an. Das für, ohne Witz, weißt du, welche Spielexperience besser war, als ich FIFA Football 2004 auf der GameCube gespielt habe, mit einem Controller, der am Kabel angeschlossen ist und einem alten Röhrenfernseher. Da hat sich das Spiel flüssiger angefühlt und direkter als teilweise in FIFA 21 in der Weekend League. Und dazwischen sind 16 Jahre. 16 Jahre sind dazwischen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich checke das nicht. Ich will da eine Erklärung für haben, weil das ist einfach. Digga, das kostet mich so viele Nerven. Mich kostet das wirklich so viele Nerven. Weil, guck mal, ich habe ja heute wirklich eine stabile. Also, ich habe ja wirklich, guck mal, 23,6. Ich habe ja wirklich eine stabile Weekend League hinter mir. Ne? Mit 23 Siegen bin ich ja super zufrieden. Normalerweise ist es ja in den letzten Wochen eher so gewesen, dass wir 23,7 rausgegangen sind und um das letzte Elite-Spiel halt wirklich maximal sweaten mussten. So, aber das war ja heute wirklich eigentlich echt entspannt. Ne? So. Also rein von den Wins jetzt sind wir ja relativ entspannt zu den 23 Siegen gekommen. Was mich an diesem Spiel einfach nur so fertig macht und was mich einfach so ultra auf die Palme bringt, dass es gibt einfach Spiele, wo du merkst, dass du nichts machen kannst. Und es gibt Spiele, wo du merkst, dass das Spiel einfach gerade bei dir zumindest auf 60% läuft und nicht auf 100. Und das macht mich wahnsinnig. Ohne, es macht mich wahnsinnig. Ich habe heute. Und ich gebe das zu, ne? Klar, wir hatten auch Spiele, da habe ich verloren, wo ich mir gedacht habe, so, okay, krass, also der Gegner ist never so viel besser als ich. Chat, die dabei waren, ich habe heute ein Spiel in der Weekend League 9-0 gewonnen. Klar, ne? Verschiedene Faktoren, Gegner musste hinten raus offen machen, ich habe mich in den rausgespielt. Aber ich habe heute ein Spiel 9-0 gewonnen, wo der Gegner legit, wäre ich das gewesen, ich hätte mich nach dem Spiel wahrscheinlich umgebracht, Alter. Weil der Gegner war nicht 9 Tore schlechter als ich. Lass den 2, 3 Tore schlechter gewesen sein. Das war zu krank, wer dieses Spiel gesehen hat. Bei mir hat alles funktioniert und der Gegner konnte machen, was er will. Bei ihm ging gar nichts. Du hast richtig gemerkt, wie das Spiel bei mir auf 120% läuft und beim Gegner auf 50%. Das ist zu krank gewesen. Das ist zu krank, dass sowas geht. Ehrlich. Ich verstehe das nicht. Dann habe ich ein Spiel verloren. Ich glaube 4-0 oder so. Da war es genau andersrum. Da gab es in dem Spiel 4 zu 10 Torschüsse, der Gegner hat 4-0 gewonnen. Ich konnte nichts machen. Das ist krank, ehrlich, das ist krank bei diesem Spiel. Ich. Keine Ahnung, Alter. Ja, bei dem Spiel, was ich 9-0 gewonnen habe,
Wirklich, ich konnte aus 40 Metern aufs Tor schießen, hab einen Pfosten getroffen, Abpraller drin. Mein Gegner kombiniert sich vors Tor. Auf einmal, also Autoblocks sind ja die eine Sache, aber ich habe mittlerweile auch das Gefühl, dass Verteidiger auch Auto-Tacklings machen, habe ich manchmal das Gefühl. Also das ist mir heute richtig krass aufgefallen. Ich habe manchmal Zweikämpfe gewonnen oder auch verloren, wo ich nicht mal was gedrückt habe. Ich habe nicht mal was gedrückt. Ey, ich check das nicht, ne? Ich check das nicht. Das ist wirklich krank, Alter. Also ich überlege wirklich, ob ich nächste Woche oder so einfach mal eine Weekend League Pause einlege. Weil das Spiel tut mir psychisch echt nicht gut, Alter. Das hat mich heute wirklich wieder psychisch an einen ganz dunklen Ort gebracht. Ja, moin Tizi. Es ist zu heftig, Alter. So, Simon, du kennst mich ja. Ich gehe mal davon aus, dass Simon jetzt gerade reinschreibt. So, ich will einfach jede Woche meine Elite holen, meine 23 Siege. Wenn es mal gut läuft, habe ich vielleicht mal einen Ausraster auf 25, Elite 2. Wenn es mal richtig gut läuft, ist vielleicht auch mal Elite 1 drin. Aber normalerweise, ich bin so der Inbegriff von einem Elite 3 Schwitzer eigentlich. So, das ist mein Niveau. Und ich bin heute dahin gekommen, 23-6. Wirklich gute Bilanz für mich. Und ich gehe aus dieser Weekend League raus und ich bin nervlich am Ende. Obwohl ich mein Ziel erreicht habe. Weil, einfach... Hilfe! Ich bin tot! Ich bin wirklich tot! Nein, ich check das nicht. Ohne Witz. Das sind so Sachen, ich weiß nicht, ob die als Zuschauer immer so krass rüberkommen, wie wenn man das Spiel selber zockt. Ne? Aber ich habe Spiele gehabt. Ich glaube, das war jetzt das vorletzte Spiel, was ich dann um Elite verloren habe. Ich habe jetzt, ne? Ich stand ja 22-5. Und, da steht ein Eusebio frei vom Tor. Ich drücke Lupfer und das ist in FIFA 21 ein 100% Tor in FIFA 21, so ein Lupfer. Die gehen zu 100% rein. Die kannst du mit Adama Traoré mit 65 Schießen machen. 100% drin. Geht nicht rein. Wird festgehalten. Der lupft den Ball nicht mal an. Und dann habe ich ein Spiel, das gewinne ich 9-0. Mein Gegner spielt eigentlich ebenbürtig. Bei mir funktioniert alles. Ich konnte aus allen Lagen lupfen. Aus allen Lagen. Wirklich. Ich habe gelupft. Der Ball ging nicht rein, der ging an Pfosten, Abpraller drin. Das ist zu wild, was heute passiert ist. Das ist wirklich zu wild. Ja, ohne Witz, Alter. Lass es mal ehrlich machen, Simon. Zum Black Friday. Einfach sagen, Weekend League. Ja, bei euch ist ja ganz krass. Also for real, ne? Also no front jetzt wirklich an die Teasy Jungs. So, aber ihr habt, würde ich sagen, in der ersten Weekend League, da habt ihr gut gespielt. Aber ich würde sagen, ihr habt ein bisschen über euren Verhältnissen gespielt. Ihr seid für mich eher so Gold 1 Schwitzer, nicht unbedingt Elite. So. Aber ist ja auch in Ordnung. Aber was danach bei euch passiert ist, wenn ich bei euch in die Streams reingucke, ich hätte angefangen zu weinen, wenn mir das passiert. Die haben da, ich glaube, zwei Leitungen, a 500.000 oder 250.000. Und die spielen da auf 4 Sekunden Delay. Und du kannst nichts machen dagegen, das ist zu krank. Also bei euch sind Sachen passiert, das habe ich noch nicht gesehen, ehrlich nicht. Ich weiß, dann kommen immer die kleinen 14-jährigen Kinder und erzählen mir dann was von, so eine Ausrede, mit deinem Team muss man mindestens 26 Siege holen. Es ist mir doch scheißegal, Digga, wenn dir das wichtig ist, wie viele Siege ich mit meinem Team hole, dann lutsch mir meinen Schwanz, Alter. Ist mir doch scheißegal, was ich, Digga, Bruder, hast nichts anderes zu tun, Alter? Machst du dir ehrlich einen Kopf darüber, wie viele Siege ich mit meinem Team hole? Bro, du qualifizierst dich nicht mehr für die Weekend League, Alter. Kauf mein Merchandise, halt's Maul, Alter, was ist mit dir? So, aber... Was bei euch passiert, for real, geisteskrank. Geisteskrank. Geisteskrank, ehrlich. Vor allem das Ding ist, ich finde auch, mittlerweile, ich weiß nicht, wie euch das geht, ne? Klar, über die Top 100 Spieler, die da Dauergäste sind, über die E-Sportler, brauchen wir nicht sagen. So, die sind krass. Die spielen besser FIFA als 99% von uns, ne? So sind wir dabei. Aber ich finde, eine Weekend-League-Leistung oder ein Weekend League Rang sagt nichts aus. Weil in der Weekend League kann so viel Schmutz passieren. Du kannst so von Servern, Disconnects oder whatever gefickt werden. Bro, gar nichts sagt eine Weekend League Leistung aus. Ich bin auch mittlerweile an dem Punkt, ich frage mich, warum wir alle diese scheiß Weekend League spielen. Warum spielen wir die eigentlich? Für die Rewards? Da werden wir eh gefickt. Mein 23-7, die 23 Siege kann ich mir in den Arsch stecken. Als ob ich irgendeinen geilen Player Pick oder Dreier Informset am Donnerstag bekomme. Bei Gott nicht. Bei Gott nicht. Ich krieg, keine Ahnung, 3 83er Player Picks und dann irgendwie so ein 86er Jahren Sommer als Walker-Torwart in meinem Dreier-Informset. So. Ey, zu krass.
Wofür spielen wir Weekend League? Jetzt mal im Ernst. Kann sich das nicht auf YouTube einbürgern, dass man am Wochenende einfach, keine Ahnung, Bierpong spielt und das streamt? Ich schwör auf alles, ich sehe so ungesund aus heute. Ich glaube, ich sah nicht mal nach dem 24-Stunden-Stream so fertig aus.